Ey! Auf! Alter, was war das denn schon wieder? Ey, geh ich mir noch fast drauf bei dieser Scheiße. Was denn? Na klar. Hast du nur rausgenommen und hast ihn liegen lassen? Du hast mir doch. Ich hab bloß die Waffe aufgehoben. Na, in dem Rucksack waren noch 20 Schuss Munition drin. Ehrlich? Wenn ich mir das angucke, denke ich, ja geil, so möchte ich auch mal gerne spielen können, ja. Aber da werde ich nicht hinkommen, ne? Ja. Naja, die spielen schon seit Anbeginn der Zeit. Das merkst du auch richtig. Naja. Cool. So, ich mach schon mal einen Abflug nach drüben. Ich folge dir auf dem Fuß. Ja. Oder willst du, ja, gut, müsst sowieso ein paar Sekunden warten eigentlich, bis die Skeffs spawnen, ja. Und dann sagst du, wo du hin willst und wo du die töten willst. Ja, als nächstes, wenn hier keiner kommt, bietet sich ja Dings an. Sag doch Wetterstation. Ja, bei Wetterstation ist halt immer so, dann sind auf jeden Fall auch Spieler, ne? Da könntest du wieder Pech haben. Also ich würde vielleicht wirklich Tankstelle und Umspannwerk und dann gucken. Weil da war es eigentlich am ruhigsten, weißt du so? Oh, Tankstelle hasse ich immer wie die Pest. Ja, nee, dann machen wir das, dann gehen wir zur Wetterstation hoch. Ist auch kein Thema. Die Tankstelle hasse ich wie die Pest. Ja, weil jetzt kommt dir garantiert einer von vorne entgegen. Wenn wir loslaufen, weißt du, wir prallen sozusagen zeitgleich aufeinander. Ja, gut, stimmt schon, ja. Also vielleicht sind wir ein bisschen eher da, weil wir näher am Pier sind, aber... Das war ein komischer Knall, aber... Wetterstation oder Ressort? Man kann es gar nicht sagen, so komisch, wie das sich angehört hat. Es ist schon wieder... Voll total dumm? Also ja. Ich weiß nicht, ob das überhaupt Schüsse sein sollen. Ich denke schon, also ich gehe davon aus. Meinst du, klopft einer mit dem Deckel auf, mit dem Holzquirl auf dem Kochtopf rum? Ja, mit dem Kopf, wie das durchknallt. Google Skeff kommen irgendwie auch nicht. Na dann, wollen wir los, ja? Ja, hast du noch Munition mit, oder? Oh, da kommt ein Spieler. Wo? Ein Hatchling. Ist tot. Willst du seine Pistole haben? Ich renne da nicht hin und loote den Hatchling, dann gehe ich. Ach, ich auch nicht, lass abziehen. Gehe ich direkt wieder drauf. Pistolen habe ich außerdem wie Sand am Meer. Was auch mal wieder gut ist, mal so Pistol-Raids machen. Ja. Aber da musst du auch wirklich gut treffen können. Also Kopf ist so ein Muss, ne? Also, alles andere ist echt zu schwer. Also ich mache das immer auch so gerne auf Factory, so Fun-Raids, aber das müssen wirklich Fun-Raids sein, wenn ich eine Quest im Hinterkopf habe, bin ich wieder verkrampft. So mit Benji habe ich das mal eine Zeit lang gemacht. Das geht dann recht easy. Meistens gehe ich am Ende auch drauf, aber ich nehme immer mal so eins, zwei Spieler nehme ich schon mit. Jetzt nicht immer, aber es ist, weil ich relaxed bin, weißt du. Dann habe ich auch nichts an, also wir gehen ja dann meistens noch mit Pistole oder Schrotflinte und dann nackig. Ja. Das ist auch richtig so. Jetzt habe ich wieder Schiss, dass hier uns wieder einer wegsnallt. Ich auch. Na wenn es, dann können sie sowieso eigentlich nur von rechts sein, weil der Hatchling ist ja ganz. War der, der ja gespawnt ist, wo wir vorhin gespawnt sind. So schnell wie der kam. Munition habe ich mit, ja, 20 Schuss noch. 5 noch in der Tasche, 7 im Magazin, 1 im Lauf. Oh, ja, vorstürmt. Ja, nur weil ich. Genau, dass mir keiner den Rücken schießt. Da habe ich mir auch gedacht vorhin, hat mich einer von vorne erschossen. Ja, kommt immer anders als man denkt. Ich guck mal rein. Ja, eigentlich will ich ja gar nicht looten, ich habe auch keinen Rucksack mit. Doch, ich hab dir doch einen gegeben. Was denn? Na klar. Hast du nur rausgenommen und hast ihn liegen lassen? Ich hab bloß die Waffe aufgehoben. Na, in dem Rucksack waren noch 20 Schuss Munition drin. Ehrlich? Ja. Jetzt muss ich da wieder zurücklaufen. Was? Die gute AP-20 lasse ich da nicht liegen. Ich gehe jetzt wieder zurück. Und vielleicht. Nee. Ey, warte, wir machen das gleich dann.
Du willst sie jetzt echt zurück? Ja, hier sind keine Skeffs. Jetzt gehe ich zurück. Da ist vielleicht schon ein Skeff gespawnt. Das ist ein Typ, Alter. Ich hab bloß die Waffe gehört, wie du sie hingeklimmert hast. Nee, ich hab danach gleich den Rucksack auch noch hingeschmissen. Ach so, deswegen habe ich nochmal gefragt, wegen Munition oder so. Ich hatte sie dir vollgeladen einmal und hab dir dann noch deine Munition nochmal aufgefüllt und hab dir nochmal 20 Schuss da reingepackt. Ja, später, da liegen 20 Schuss AP-20 rum. Deswegen nicht. Oh, hier liegt doch Mutterseelen allein. Da war noch keiner dran, siehst du? Und immer noch keine Scaps da. Geil. Danke. Ja, dafür nicht. Ja, doch. Dafür auch. Du hast sie doch einfach stiefmütterlich da liegen lassen. Du bist da vom Berg rumgerannt, oder? Ja. Also das ist jetzt hier oben bei deinem. Echt? Wetterstation? Ja, und hier weiter rechts schießt einer Richtung Wetterstation. Jetzt muss ich aber nochmal gucken. Da ist doch auf diesem Antennenmasthügel da, oder? So weit glaube ich nicht. Meinst du hier vorne schon an diesem versunkenen Haus? Irgendwo muss er ja gewesen sein. Oh ja, Wetterstation. Aber eine Wetterstation können wir uns jetzt schenken. Da hat der schon klar Schiff gemacht. Ja. Ja, dann lass uns mal Richtung doch Danke gucken da. Vielleicht. Alles klar. Und von dort können wir dann zum Energiewerk. Mhm. Das ist bloß wieder mit diesem Sniper da. Gefällt mir schon wieder nicht, dass da hinter uns einer ist. Ich renne mal rüber Richtung Wetterstation. Ja. Oh, bei mir fängt es an zu gewittern hier. Ach so, darum hast du gefragt, Dave. Ah, okay, du hast das mitgekriegt. Was bei dir gewittert, bei mir nicht, nö. Ach, in echt jetzt meinst du? Oh. Meinst du jetzt im Real Life, Thomas? Ja. Ah, okay. Weil manchmal ist es auch so im Spiel, dass es bei Benji gewittert und bei mir, ich höre gar nichts. Obwohl wir auf dem gleichen Server sind. Ah, Dave, deswegen hast du gefragt. Ach so, verstehe. Der Matze hat es wieder nicht kapiert. Na, ich glaube, du kriegst heute gar keine Skeps mehr. Oben steht auch keiner drauf. Nee. Dafür hat bestimmt links wieder ein Sniper, der nur wartet, dass wir kommen. Wollen wir wieder einmal übers Gelände latschen, ja? Ja. Oh, ich hab's Skeff gehört. Ich auch. Oh, wie gierig. Ja. Ist einer da. Heute ist Schießboot angesagt. Aber nur auf mich. Sniper. Und hat er von unten hochgeschossen. Na, ich guck mal ganz kurz. Ich hätte gedacht, auf der Ecke steht ein Sniper. Nee. Dann hat er aus der Schere. Der liegt da und zielt aber in eine andere Richtung. Willst du ihn noch schießen oder soll ich? Ja, ich mach das schon. Also ich versuch's jedenfalls. Ja, der liegt, wenn der. Ja, ist vielleicht kriegst du ihn. Weg vom Fenster. Okay, eine Granate, um zu hören. Ah, ich glaube, unten hat noch einer geschrien. Wir können sie uns, glaube ich, sparen. Heb sie lieber auf. Ja, dann los. So, gehst du unten rein, ich gehe außen rum. Warte, ich will das mal schnell gucken. Was war denn das? Oh ja, den habe ich erwischt. Hast du deinen Jammer mit? Ja. Da Mule! Oh, hier. Papa, das war ein Dutzend Salöpfe. Hier sind sie auf alle Fälle. Na dann. Hier, da hast du reingezogen.
Da hinten ist noch einer. Ich renne mal in die Bude rein. Alles klar. Hey! Hör auf! Alter, was war das denn schon wieder? Hast du ihn? Ja, zwei. Mach mal das Brett zu! Jetzt zu! Ich muss... Oh. Ey, hä? Ich dachte, du warst hinter mir. Ja, ist gut. Ich nehme was. Ich nehme was. Medizin hier. Schnauze. Schnauze. Mann, warum heilt er sich denn nicht komplett voll? Das gibt's doch gar nicht. Oh, gut. Das müssten zwei gewesen sein. Zwei Headshots nochmal. Oh ja, einen brauche ich noch. Hat das den hinten auch, der da noch geschrien nee, hat? Nee, da war ich gerade auf dem Weg. Achso, ja, dann machte ich mal Eile und dann... Dann haben mich hier zwei Schergen aufgehalten. 27. Minute. Das erste Tor nach 27. Minute geschossen. Nee, ich. Ich überlege nur wegen nach oben gleich, wenn du die letzten erschossen hast, dass wir dann zum Resort gehen und deinen Jammer legen. Ja. Aber 27. Minute ist noch viel los da oben. Mhm. Deswegen esse ich und trinke ich erstmal was. Ach, sicher. Da hat's direkt kassiert. Ah, geil, Quest geschafft. Die haben natürlich auch oben im Resort gehört, dass hier unten Palermo ist. Ah, deswegen ja. So, ich sitze hier an der Leiche. Ja, nee, ist klar. Ey, zündest du eine Granate? Willst du uns in die Luft jagen? Statt looten habe ich G gedrückt, statt F. Ah. Aha. Ich habe schon gedacht, das war's wieder, Dave. Nein, positiv denken. So, ich gehe jetzt auch ins Resort hoch. Na, dann viel Spaß. Bleibst du auf der Treppe? Nicht, dass einer, ja, wenn ich hier renne, weißt du, dann hören die das. Mhm. Dann wissen die, oh, einer auf dem Dach. Denk nur, dass vorne auch nochmal die Treppe nach oben geht. Mhm. Die Schüsse sind im East Wing. Oh, das stört dich ja nicht. Nee. Solange die da auch bleiben. Ich ja, eigentlich habe ich eine gute Position. Wenn das Ding gelegt hast, gleich wieder abstöpseln und dann gleich direkt runter. So, ich bin auf dem Rückweg. Hast du alle zwei erlegt? Ja. Jo. Okay, dann gehen wir jetzt zu deiner Lieblingsstelle mit den Scavs. Ach, Mann. Mann, ja, Schluss muss er mich nochmal quälen. Ja. Jetzt haben wir ja ein bisschen was geschafft. Jetzt können wir noch ein bisschen Spaß machen. Was du so Spaß nennst. Bis jetzt ist es ruhig. Ich gehe unten um den Berg rum und treffen wir uns oben. Okay. Oh, ihr stopft was? Ja, ist tot. Einen habe ich. Ja, ich bin unter dir, ne? Irgendwas höre ich noch am Holz. Ah, hier. Ey, gehe ich mir noch was drauf bei dieser Scheiße? Zehn? Ja, ich habe ihn aber. Ja, drauf bei dieser Scheiße. Er hat mir ordentlich reingeschenkt. Noch Arschlöcher, die Typen hier oben. Aber ich auch zu blöd bin zum Schießen. Was? Ja, manchmal ducken die sich auch, weißt du? Zielst auf den Kopf, dann ducken die sich auf einmal und dann schießt er daneben. Die ist voll an und dann rennen die einfach los, die Spinner. Hm. Muss aber stehen bleiben, wenn man da schon auf dem Kopf ist. Ja, das wäre recht
Das wäre angenehm. So, ich heile mich jetzt nicht mehr. Ich laufe einfach los. Machen wir Lighthouse raus, ne? Ja. So, na, das ist doch... Hier Leuchtturm, ja. Dann ist es auch gut für heute. Ja, das ist in Ordnung. Klingt zwar jetzt gut, aber die ganzen anderen Raids haben doch schon sehr gezerrt am Nervenkostüm. Ist ja auch richtig so. Wir machen halt auch im Sommer halt, sind wir halt viel im Garten und so. Deswegen will ich, wenn wir ins Gartenhäuschen fahren, dann will ich die Zeit auch noch nutzen. Solange wie es noch halbwegs gut ist oder vielleicht noch ein schöner Herbst und so.